Da musst du dann selber dran denken, dass du ausweichen kannst. Okay, da musst du eine 7 oder drunter würfeln. Ist halt auch nicht so einfach, aber wenn du es schaffst, hast du trotzdem keinen Schaden. Ansonsten musst du dir 6 Schaden abziehen. Ja, okay, musst du dir da 6 Schaden abziehen. Warte mal, aber. Okay, ja, die Goblins haben es dann irgendwie auf dich abgesehen. So, dritter Goblin. Gucken wir mal, ob der trifft. Fünfter Goblin. Nee, er fehlt, fehlt. Gut, dann fängt die Kampfrunde jetzt vorne. Bedeutet die gute Alayak, oder wie ich sie genannt habe, dafür. Alakaya. Alakaya, genau. Vamos a la playa. Oh. Okay, ja, sie darf. Sie darf, sie darf, sie darf. Sie hat wieder ihren Dolch, weil sie kommt ja nicht zum Schießen, weil sie ist am Nahkampf. Okay, dann wünsche ich ihr viel Glück und sie trifft. Jetzt, sie geht auch wieder auf den Goblin, der gehittet ist. Bedeutet, der Goblin darf versuchen zu parieren. Er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Ne, die Goblins haben keinen Rüstungsschutz, komisch, aber also, die haben nichts an. Was weiß ich. Eigentlich normal für Goblins. Ja, bei DSA haben sie meistens nur so Lumpen an oder so. Also die haben keine Rüstungsteile, das meine ich damit. Weil sie halt, weil wahrscheinlich, wenn sie gewusst hätten, dass du kommst, wir hätten es halt Rüstung angezogen. Ach, der. Stimmt, du hast recht. Der Ton hat mich gerade auf was hingewiesen. Was? Ich hätte dir gar nicht so viel Schaden abkassieren dürfen, Fabi. Ich erstatte dir gleich Schadenspunkte zurück, warte kurz. Hey, warum? Ich hab nur diese Lederrüstung und ja. Ja, genau, und die Lösung hat ja auch einen Rüstungswert. Die habe ich noch nicht abgezogen, Tal, und du hast vollkommen recht, ich hab's echt verpeilt. Du hast nämlich einen Rüstungsschuss von 3. Insgesamt 6, Fabi. Bedeutet, der hat vorhin ja einen Schaden von 6 gemacht, ne? Ja. Ja, 6, dann zieht man nämlich den Schaden vom Rüstungsschutz ab und das Rest, was, also zieht er das, was er gemacht hat. Minus deine Rüstung gibt das, was er wirklich gemacht hat. Bedeutet, du hast gar keinen Schaden nehmen dürfen. Du darfst dir wieder 6 Punkte draufziehen. Mein Fehler, sorry. Er steht dir wieder drauf. Du hast genug Rüstung. Die Rüstung hat es geblockt von dir. Ich habe da wirklich gar nicht mehr dran gedacht. Danke, Talon, dass du, Tolan, dass du dran gedacht hast. Sonst hätte der Er hat Farbe mich gerettet. nämlich mehr Schaden kassiert. Genau. Ich würde sagen, den Kampf war noch fertig. Dann machen wir eine kurze Pause. Ja. Okay, wie gesagt, die Elfe hat. Vor lauter Rüstung weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Ich mach nochmal, ich darf nochmal für die Elf hat getroffen, so viel weiß ich noch. Und er hat nicht pariert, genau. Also sie macht. Sie macht 8 Schaden an dem Ding. Und damit ist er tot. GG. Der erste Goblin ist Death. Er fällt tot zu Boden, verblutet. Überall ist sein Blut auf dem Boden gespritzt. Das ist übrigens bei DSA normal, dass man das so erklärt, ne? Also er ist weg. Der ist Goblin, können wir streichen. Okay. Aber weiter geht's in der Runde. Nach der Elfe ist der Water Goblin dran. Das ist der mit der zweihändigen Kriegsaxt. Boah, er trifft ziemlich gut. So, dann noch den Parade. Er geht auf die Elfe dieses Mal. Was machst du da? Bist du allmächtig? Ich habe die Macht. Er geht diesmal auf die Elfe. Das heißt, sie darf parieren. Boah, die Idee der Parade wäre jetzt halt so schlecht, ne? Sie schafft es logischerweise nicht. Was hat die an Rüstung? Erstmal den Schaden vom Goblin. Was hat er denn? Das geht noch. Sie hat keine Rüstung, die Elfe, das heißt, sie trifft volle Kanne. Nichts an. Die hat, doch, die hat Elbenkleidung an, aber es gilt als Kleidung, nicht als Rüstung. Ja, so. Gut. Damit bist du an der Reihe, Fabi. Sind alle da? Alle sind da. Wer ist denn der Nächste? Der mit der Zahnaxt. Dahinter steht der mit dem Schild. Ich würde gerne einen Vorstoß machen. Willst du eine Kampfsonderfähigkeit benutzen oder was? Ja.
Vorstoß. Okay. Dann muss ich mal kurz gucken, weil ich da noch nicht perfekt drin bin, was der Vorstoß denn genau ist. Kampf, ich habe mir extra sogar markiert in meinem Regelbuch hier. V wie Vorstoß. Manchmal muss alles riskieren und seine ganze Kraft in den Angriff stecken, auch wenn dies bedeutet, dass man sich nicht mehr verteidigen kann. Mit dieser Sonderfähigkeit kann man seinen Attackewert für die aktuelle Kampfrunde um 2 erhöhen. Dabei kann man diese Kampfrunde keine Verteidigung mehr ausführen. Machst du es trotzdem? Ja. Okay, Attackewert erhöht sich jetzt zu 2, wenn du triffst. Bedeutet, du hast jetzt eine Attacke von 14. Nee, 16. Ja, 16. Also, würfel mal, ob du triffst. Also 16 oder weniger, Ja, ne? genau. Fabi Und trifft. damit ein schöner Schnitt ins Gesicht. Warte, du machst wie viel Schaden? Zwei Hiebwaffen. Auf wen gehst du überhaupt? Erstmal die Frage. Den mit der Doppelaxt. Okay, der mit der Doppelaxt darf jetzt natürlich auch parieren. Und er schafft es nicht. Deine Zweihandwaffe macht. Boah, gar nicht so schlecht an. Zwei W6 plus 6. Bedeutet, du darfst zweimal mit dem Sechserwürfel würfeln, um den Schaden zu bestimmen. Das wird also zusammengerechnet. Was, der ist ja nur geschlittert. Nimm den zweiten auch gleich, oder? Kannst gleich Doppelwurf machen. Ah, stimmt, genau, ich kann hier markieren. So. Boah, 7 plus 7 plus 8. Warte, nein, ich habe 2 geguckt. 7 plus 6. Das sind gar nicht so schlechte 13 Schaden, oder? Kann ich nicht rechnen. Ja. Doch, 13 Schaden. Das ist jetzt der Goblin mit der zweiten Axt, hast du gesagt, oder? Der hat bisher auch keinen Schaden kassiert. Bedeutet, er kriegt das erste Mal Schaden. Ich zeige es euch wieder hier im Rechner. Dass ihr wisst, was der Goblin jetzt so noch hat. Auch er hat so viele Lebenspunkte zu Beginn gehabt. Und hat jetzt noch so viel. Okay. Ist er tot? Nee, ne? Nein, er hat noch genug. Lol. Er ist schon ziemlich stark, du hast ihn ziemlich stark verwundet, auf jeden Fall. Okay. Next one in der Reihe ist der Der dritte Hund. Goblin mit dem Schild und dem. Ne, erstmal der Hund, genau. Also. Erstmal der Hund. Gucken wir mal, ob er trifft. Gut, bisher hat der Hund immer getroffen. Also da soll man einen starken Biss an den mit der Doppelachse auf. Starker Biss bedeutet Attackewert plus 3, wenn er es schafft. Attackewert plus 4 gesteigert. Bedeutet 11. Er trifft. Der Typ mit dem Schild darf parieren. Er pariert aber leider gerade noch so. Passiert also nichts. Okay. Dann der nächste Goblin. Jetzt der erste Goblin, der mit dem Schild und dem. Ding, wo gerade der Wolf gerade versucht hat anzugreifen, ne? Er verfehlt. Okay, und dann jetzt noch der nächste. Das ist der. Der hat nur einen Säbel, der hat kein Schild und irgendwas. Der trifft. Der richtet seinen Angriff auf den Wolf. Dann darf der Wolf parieren. Oh, fuck. Den Wolf hat es ziemlich gehittet. Der Wolf hat ziemlich nicht getroffen. Die ist ziemlich nicht pariert, so rum. Aber er will ausweichen. Er hat auch einen Ausweichenwert, soweit ich weiß. Hat er nicht auch einen Ausweichenwert? HW? Nö. Wölfe dürfen nicht anscheinend nicht ausweichen. Okay, dann darf der Goblin jetzt mal Schaden machen. Oh, wie viel? Fünf Schaden. Also hat der Hundi noch. Warte, der Hundi hat einen Rüstungsschutz. Hat auch einen Rüstungsschutz. What the fuck? Der Hundi hat einen Rüstungsschutz von 3. Bedeutet, er kriegt 2 Schaden nur. Okay, Wie viel denn der allgemein? Wie viele? 25 Lebenspunkte.
Mach Schuss immer hier bei dem Blauen. Das heißt, er hat noch 22 jetzt. Ja, gut. Gott, Kampfrunde, warte mal, mit wem war ich jetzt? Genau, mit dem habe ich zugeschlagen, mit dem habe ich zugeschlagen. Der Wolf hat's erwischt. Genau, jetzt bin ich mit allen einmal durch, richtig. Dann beginnt es jetzt wieder von vorne mit der Elfe. Würde die schießen können übrigens, ne, würde die viel mehr Damage als mit dem scheiß Dolch machen. Aber da sie ja immer noch im Nahkampf ist und da nicht wegkommt, weil die Goblins halt bei ihr stehen. Jetzt habe ich ihre Seite im Buch verblättert. Goddammit. Weil ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine Pause, oder? Können wir. Machen wir erstmal die Pause. Also Leute, wir machen eine kurze Pause. Es dauert nicht allzu lange. Ich glaube maximal 20 Minuten. Oder Fabi, hast du irgendwas vor noch in der Pause? Ja, ich mal 20 Minuten oder ja, bis du wieder okay, da bist. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich gehe in den Pausemodus hier im Stream. Und ja, bis dann. Guten Tag, da sind wir wieder. Ich muss kurz die richtige Szene finden. So, jetzt sind wir wieder zurück bei DSA. Fabian ist auch dabei, wieder da. Ja, moin. Und Holan, danke nochmal für dein Follow. Nochmal persönlich. Hat er bei dir rüber geguckt? Jawohl. Schön. Warte mal, er hat einen Link geschickt für. Er macht nämlich jetzt einen Multistream. Ach, mit uns beiden, oder was? Ja. Guten Tag, Tola. So, ich hab gegessen. Jetzt bin ich wieder fit. Ich war schon vorher fit, ich weiß, aber. Gut. So. Nice. Cool, Multistream kenne ich. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir weiter. Nochmal kurz zur Erinnerung, der Tolan, der jetzt länger dabei ist, weiß es, aber alle, die vielleicht uns im Nachhinein hier gucken oder so, nach der Pause, sind immer noch im Kampf. 4 Goblins sind übrig, sind stehen alle schon da quasi. Der Wolf hat bisher am meisten Schaden gemacht, zusammengefasst. Der eine hat die ganze Zeit verfehlt, der Fabi hat es erstmal getroffen. Yay! Ja, da sind wir zuletzt stehen geblieben. Und wir sind immer noch in demselben Gang. Noch eine Info, ich habe aktuell hier das Fenster mal bei mir auf, weil hier ist ziemlich warm im Zimmer und es kann sein, wenn ihr mal ab und zu was von hört, das ist auch nicht in Aventurien, keine Angst. Da fahren keine Autos. Das ist dann bei mir. Okay. Echt nicht? Okay, also, wo waren wir? Ich habe jetzt keinen Plan, bei wem wir stehen geblieben sind von den Kampfregeln, von der Kampfrunde her. Ich glaube, wir waren schon einmal wieder durch und dann waren wir wieder bei der Elf, oder? Stimmt, ja, genau. Oder Tolan, kannst du dich erinnern vielleicht, wo wir stehen geblieben sind? Also ich glaube, die Elfe war in der Reihe. Ich glaube auch. Ich glaube, die Elfe ist es doch. Ja. Okay. Ich vermute mal die Elfe. War die Elfe. Okay, Tolan weiß auch gut. Dann ist sie wieder dran. Ich muss kurz ihre Seite wieder aufblättern. Dann mach das mal. Mann, ich ärgere mich so auf, dass ich gestern. Ich hätte gestern, müsst wissen, Tolan und so. Ursprünglich wäre hier, wie schon gesagt, noch ein Held mit dabei gewesen. Er hat aber spontan keine Zeit. Und dann musste ich mir eben die Elfe ausdenken. Deswegen habe ich kein Charakterblatt für die. Und ich muss es immer hier über das offizielle Regelwerk nachlunsen. Da ist nämlich die ihre Seite drin. Also, sie darf mal wieder versuchen, mit dem Dolch zu treffen. Das wollte ich am Spiel machen, weil das ist ja ihr. Nur die Goblins mache ich ja hier. In real. So. Und dann darf sie mal würfeln. Gucken, ob sie trifft. Also ob die trifft mit der 20. Nothing. Dann kann er nichts machen. Gut. Also, sie verfehlt, volle Kanne. Dann ist der Goblin mit dem Schild und dem Schwert wieder dran. An die Erinnerung an dich, Fabi, der ist schon ziemlich stark lidiert. Der mit dem Schild oder was? Ja. Er trifft. Richter Angriff diesmal auf die Elfe. Bedeutet, die darf parieren mit einem sehr geringen Paradewert. Sie schafft es aber. Applaus für die Elfe. Okay, sie hat pariert. Sehr gut. Das erste Mal in der Kampfrunde. Also alles gut. Dann kommt der Fabi dran. Ich möchte an den Schildspalter an den. An Schildspalter an den Goblin im Schild, logischerweise, ne? Nee.
An meinen Wolf. Okay, dann muss ich kurz zu den Kampfsonderfähigkeiten vorher nochmal gucken, lesen wir hier. Schildspaltdecke bedingt wird. So, hierzu wird eine Attacke gegen den Schild durchgeführt, gegen die der Gegner mit einer Parade aus mit dem Schild verteidigen darf. Okay. Du darfst jetzt einen Angriff quasi gegen das Schild führen, als Bonus. Bedeutet, du musst jetzt ganz normal würfeln auf Attacke, ob du den triffst. Wobei das erleichtert um 1 ist, weil das Schild ist natürlich größer. Das ist kein so kleines Minischild. Oh, nice, hast getroffen. Gut, er hat aber das trotzdem das Recht, das zu verhindern. Er schafft es aber nicht. Jetzt würfel ich mal ganz kurz. Ich habe mir jetzt gerade einen kurzen Schildwert aufgedacht, weil damals gab es noch keinen Schildwert bei dem Abenteuer hier. Was der Schild für einen Wert hat und wenn du schaffst, diesen Wert jetzt zu breaken. Okay, du hast den Schild gebrochen. Der hat nicht viel Nice. ausgehalten. Der Schild ist kaputt. Bedeutet, er darf jetzt nur noch einmal pro Runde parieren. Habe ich trotzdem Schaden gemacht oder nicht? Nein, weil du Schild zerstört hast. Aber du darfst Schade. nochmal angreifen, weil ein Schildspalter zählt extra. Da Dann darfst du kann jetzt ich mal nochmal ganz würfeln, normal, oder genau, was? darfst ganz normal nochmal auf. Gehst du, warte, du musst nochmal das Ziel voransagen. Gehst du nochmal auf ihn? Ja, klar, Okay, Logo. gut, dann triffst du. Ja. Dann darf er parieren. Er schafft es aber. Aber wie gesagt, er hat nur ein Schild. Das heißt, das nächste Mal, wenn ihn jemand trifft, darf er nicht mal parieren, weil er hat Schild verloren. Das hat der Vorteil. Okay, du warst gerade dran. Das heißt, der Goblin, der gerade Schild verloren hat, ist jetzt wieder dran. Er trifft. Er geht auf dich wieder, Fabi, weil er ist sauer, dass du den Schild zerstört hast. Bedeutet, du musst wieder eine Parade bitte würfeln. Wobei ich die nochmal die erleichtere, weil du ja gut drin bist. Also du darfst 10 oder drunter. Musst du würfeln. Du hast pariert. Schön. Boah, Gott sei Dank. Kein Schaden für dich. Dann ist der Wolf an der Reihe. Ihn muss ich wieder kurz hinterblättern. Der Wolf. Mach mal hier kurz ein Zeichen rein, wo die Elfe ist. So. Wolf, 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 wo bist du? Der Fenrir. Gucken, ob er trifft. Ne, Wolf verfehlt. Dann Erste ist Mal. der Goblin mit dem Einsensäbel, der kein Schild hat. Nee, ich habe den auch wieder zwei. Ich habe den mit der Zweihandachse ganz vergessen. Der ist jetzt dran. Er trifft aber nicht. Jetzt kommt der mit dem Säbel ohne Schild. Also der andere hat ja auch kein Schild mehr, aber der. Oh, er trifft meisterlich. Meisterlich geht bei uns noch nicht, deswegen. Gut. Er trifft, er geht mit dem Angriff auf die Elfe. Die darf nicht mal parieren, das heißt, es kriegt den Schaden auf jeden Fall ab. Gucken wir mal, wie viel Schaden er macht. 4. Die Elfe hat keine Rüstung, kriegt aber leider den vollen Ding an. Tja. Damit hat sie nur noch 19. Die Elfe ist ein bisschen aggressiv jetzt, auf jeden Fall. Sie wird in der nächsten Runde dann mal Schaffen was probieren. So, wir jetzt ist aber nochmal der letzte dran, dem ich noch nicht mal eine Waffe gegeben habe. Fällt mir gerade ein, weil er bisher nicht getroffen hat. Der da einfach nur ein Knüppel. Genau, der hat einen Knüppel. Auch er verfehlt nämlich wieder, deswegen, das ist der Grund, warum ich ihm keine Waffe gegeben habe, weil er trifft da eh nichts. Okay, dann ist die Elfe wieder an der Reihe. Von vorne. Die Elfe hat keine Lust mehr. Die ist so sauer auf den Typ, der sie die Nummer gehittet hat. Auf dem mit der Doppelaxt. Deswegen richtet sie jetzt auf dem mit der Doppelaxt einen netten Zauber. Und wie gesagt, ich habe weiterhin keinen Plan, wie Zauber funktionieren. Ich mach's jetzt trotzdem. Ich habe jetzt auch keinen Bock, mich da durchzulesen, weil es macht keinen Meister. Hat die Elfe, warte, ich muss mal gucken, ob die Elfe überhaupt einen Schadenzauber hat. Natürlich hat sie den Schadenzauber. Ich würfel jetzt einfach auf den Schaden, auf den Zauberwert und wenn sie da runter würfelt, hat sie getroffen. Dreimal. Boah, ist die schlechte. Die schafft es nicht, den Zauber rauszubekommen, die failed. Damit hat sie ihre Runde auch verspielt. Mann, 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 Elfe, was machst du? Okay, der Goblin, der jetzt sein Schild verloren hat, ist dran. Der ist immer noch ein bisschen ladiert. Er trifft aber trotzdem. Da darfst du mal vorgehen, Fabi, weil er richtet den Angriff wieder gegen dich. Also, Also na 10 oder gut. drunter.
Passt gemacht. Nice, kein Schaden. Weiter geht's in der Runde. Bedeutet, du hast jetzt einer pariert. Bedeutet, wenn ich jetzt noch einer angreife, darfst du nicht mehr parieren, ne? Aber ausweichen. Genau. So. Der Goblin mit der zweiten Axt ist dran. Er trifft. Er richtet seinen Angriff auf den Wolf. Mhm. Schauen wir mal, ob der Wolf blockt. Wo ist der? Wo hab ich denn Charakterblatt hingelegt, Alter? Nach Hausregeln ist cooler, natürlich. Ich mische das ja auch ein bisschen nach meinem Gutdünken. Dann ist auch ein bisschen leichter zu erlernen für einen Fabi und es macht auch mehr Spaß, wenn man das am eigenen Regeln spielt. Wenn ich jetzt genau lese, oh, wie funktioniert dieser Zauber? Fabi, was du wissen musst, weil du hast keine DSA-Vorahnung, ne? Weißt du, was sie damals machen mussten? Hm? Wenn die DSA 1 und 2 zaubern wollten, ne? Dann mussten die eine rechte Zauberformel richtig aufsagen, sonst ging der Zauber nicht durch. Da gab es dann so ein kleines Buch, da hast du dann drin geblättert, da stand dann zum Beispiel Flim, Flam, Flunkel, bring Licht ins Dunkel. Wenn du das gesagt hast, ist was passiert, ne? Das machen wir natürlich nicht so. Aber du spielst ja eh keinen Zauberer, deswegen. Deswegen ist es ja eh, du bist eh kein Zauberer, deswegen spielst du dich ja eh keine Rolle. Wo waren wir jetzt? Ah genau, der Wolf wollte parieren. Der Wolf schafft es. Ich würde sagen, wir machen dem Wolf sein Paradewert doch zum Ausweichwert, weil es gibt doch mehr Sinn, dass der Wolf ausweicht, als dass er pariert. Wie will der Wolf parieren? Der hat eine fette Rüstung und hast du nicht gesehen. Ich gebe dem, ich ende mal kurz um, Parade in Ausweichen. Aber trotzdem erfolgreich ausgewichen quasi. Bedeutet, der Goblin mit der Zweienaxt ist, hat gefailt. Okay, dann ist er mit dem Säbel an, der vorhin auch kein Schild hatte. Der trifft. Er richtet seinen Angriff nochmal auf den Wolf, der Ausweichen hat, was ja immer gilt. Darf er nochmal versuchen auszuweichen. Er schafft es aber diesmal leider nicht. Wolf kriegt Schaden in Höhe von 3 Punkten. Aber warte mal, er hat einen Rüstungsschutz von 2, ne? Dann nur einen Punkt. Kannst du 2 bitte draufrechnen. Genau. Okay, dann ist der Goblin dran, der bisher die ganze Zeit nichts getroffen hat mit der Keule. Er trifft diesmal. Wow! Er hat getroffen! Auf wen geht er seinen Angriff? Er geht auf die Elfe. Du musst du noch nicht blocken. Deutlich, sie kann nochmal parieren. Bei ihrem schlechten Wert schafft es nicht. Wie in dem Fall jetzt auch. Und der macht an ihr 4 Schaden. Mhm. Sie hat keine. Oh, die Elfe verreckt uns bald, wenn das so weitergeht. Das ist nicht gut. Sie müsste sich eigentlich mal heilen, aber es kostet sich halt auch eine Runde. Egal. Apropos, wir sind jetzt wieder bei der Elfe. Und die macht genau das, was ich gerade gesagt habe. Die will sich heilen. So. Wie viele Astralpunkte hat die Lady eigentlich? Ich habe jetzt noch keinen Zauber erfolgreich wirken können, deswegen. Okay, 35 Astralpunkte hat sie. Dann darf sie mal auf Ball seiner Bunde würfeln. Das erste hat sie geschafft. Das zweite hat sie geschafft. Das dritte hat sie geschafft. Elfe! Sie darf sich heilen. Sie gibt 10 Astralpunkte aus. Und jeder Astralpunkt gibt eine Lebensenergie. Also hoch damit. Auf 25. Hier geht's wieder gut. Würfel hier. Hier geht's wieder gut. Und was? Von dem sind der Würfel hier. Meiner ist ja nicht. Die Elf hat noch einen Würfel. Da, der Rechte hat keinen Niederlanden. Der Platz neben dir. Genau. Also, die Elf hat sich geheilt um 10. Applaus. Mhm. Okay. Die KI kann was. Okay, ups. Dann ist der Goblin mit dem nicht mehr vorhandenen Schild dran. Er trifft. Er geht auf Fabi. Also Fabi, dürfst du Parade würfeln, 10 oder weniger. Geschafft. Nice. Gut. Dann bist du dran, Fabi. Was machst du? Alter, du musst nicht immer eine Sonderfähigkeit, kannst auch mal so drauf machen. Ja, nee, ich guck nur. Ja, normale Angriffe auf den ohne Schild. Okay. Der Tod. Der hat nicht mehr viel, genau. Dann musst du jetzt eine. Was war das nochmal?
Bei der 11 kann ich mir schon merken, was sie für Wert hat. 14 oder runter. Aber du hast Perfektion, deswegen. Aber du triffst trotzdem. Okay. Dann darf der Goblin parieren, auch wenn er kein Schild hat, logischerweise. Er schafft es aber nicht. Bedeutet, du darfst jetzt bitte einmal zweimal mit dem 6er Würfel würfeln, um den Schaden zu bestimmen. Ich glaube, auch so triffst du den jetzt hundertprozentig voller Kanner. 6 Schaden plus 6 sind 12. Er ist tot. Denn Leute, hier seht ihr, wie viel Leben sie noch in Energie er noch hatte. Das ist immer noch der eine Goblin. Und wenn ich jetzt hier. Ist der nächste Goblin tot? Nämlich der sein Schild vorhin verloren hat. Zur Info. Fehlen noch drei. Die Magierin, kann ich übrigens sagen, ist inzwischen mal von ihrem Thron aufgestanden und kommt auch mal langsam in die Richtung. Aber die hat am meisten Schiss von allen. Das will sie natürlich nicht sagen. Aber die wird sich wahrscheinlich bis zum Ende drücken. Das kann ich dir gleich sagen. Okay. Dann ist der Goblin dran mit dem Zweihand-Äxtchen. Der verfehlt aber. Dann ist der Goblin dran mit dem Säbel ohne irgendwas. Der verfehlt. Dann ist der Goblin dran, der die ganze Zeit nichts getroffen hat. Er verfehlt nicht. Er richtet seinen Angriff auf die Elfe, die noch nicht pariert hat diese Runde. Diese verkackt das Parieren. Nee, hat die Elfe? Nee, Elfe konnte noch nicht erfolgreich parieren, ne? Sowas. Okay, das heißt, die Elfe kassiert Schaden in Höhe von ganz 7 Damage. Wow, ihre Heilung hat es fast nicht gebracht. 4, 5, 6, 7. 18 hat sie noch. Okay. Gut, Kampfrunde vorbei. Elfe wieder dran. Gut, Elfe, triff mal bitte. Wie viele normale Goblins leben denn noch? 3. Ja, die Elfe verfehlt. Aber Fabi, ja, da du jetzt alle anderen Goblins tot sind, bist du als nächstes dran, weil ja, die Initiative. Ah, stimmt ja. Die mit höheren sind tot. Also darfst du dran. Ich glaube, ich mach mal einen Wuchtschlag. Okay. Wuchtschlag, weißt du, wie es funktioniert? Warte, ich zitiere dir mal gerade aus den Regeln. Das machen wir nämlich nach Regeln, sondern Fähigkeiten, weil es so einfacher ist. Da muss ich mir nicht irgendwas ausdenken. Ein Kämpfer kann mit einem harten Schlag mehr Schaden verursachen. Die Attacke wird um 2 pro Stufe erschwert. Bei Erfolg werden die Trefferpunkte aber erhöht. Also, du musst jetzt quasi eine 8 oder drunter würfeln, aber wenn du triffst, verdoppeln sich die Dinge, die Schadenspunkte. Er stimmt genau. Was denn? Das sind Torwale, genau. Wer ist Torwale? Er hat gerade geschrieben, bei mir, versuch mal einen Wuchtschlag, wenn du kannst. Und in dem Moment habe ich es aber schon gesagt, na, der geschrieben, lol, gerade geschrieben, schon macht er. Also, was war das jetzt? Also, was wird erschwert? Also, es ist erschwert um 2. Bedeutet, statt der 10 musst du jetzt eine 8 oder drunter würfeln. Okay. Aber wenn du triffst, dann machst du doppelten Schaden. Die nächste Attacke. Okay. Das heißt, es ist ziemlich vom Luck abhängig. Oh. Ja, natürlich würfel ich jetzt in 20. Der Wuchtschlag verfehlt, voller Kanne. Und ich treffe mich selber und mein Kopf fliegt weg. Nein, die selber treffen machen wir nicht. Wobei eine 20 müssten wir jetzt eigentlich machen, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber. Nee. Nein. Bruchfaktor! Du darfst mal würfeln. Du darfst mal, nein, du darfst mit einem W6 mal würfeln. Ich bringe eine kurze DSA-1-Regel rein. Würfel mal mit der würfel mal mit dem 6er. Gucken, ob das da richtig. Richtig. Nee, war doch richtig. Das war ein Bug von dir. Das war nicht richtig. Na, jetzt. Oh, die Axt überlebt es. Zur Erklärung, Bruchfaktor war früher immer, wenn jemand geschafft hat, zu parieren, eigentlich, ne? Wenn jemand geschafft hat, zu parieren, mussten die beiden jeweils einen Bruchfaktor würfeln. Ne? Und wenn, wirklich nur, wenn nur eine Zahl unter dem Wert von dem Bruchfaktor war, bedeutet das, die Waffe war kaputt. Einfach so. Das war eine DSA-1-Regel. Ich wollte die mal kurz einsetzen, weil du gerade verfehlt hast, da wollte ich auch Spaß haben, einen Bruchfaktor würfeln. Du hast es aber geschafft. Okay, da hast du aber verfehlt. Und dadurch ist jetzt der Wolf dran. Der Wolf richtet seinen Angriff auf den mit der Doppelaxt, der übrigens immer noch keinen Schaden bisher kassiert hat. Also die. Lass mal den Wolf wieder so einen Biss machen. Ein Sonderbiss.
Einen starken bist. Starker bist, ja.